Hi, ich bin Ruth. Ich zeige dir hier, wie du einfach und schnell eine Mango schneiden kannst. Die Mango hat ja einen länglichen Kern in der Mitte und damit du möglichst viel von dem Fruchtfleisch möglichst einfach abschneiden kannst, zeige ich dir hier den Trick. Du legst sie so hochkant hin und schneidest zu beiden Seiten einfach großzügig neben dem Kern das Fruchtfleisch runter. Auf der anderen Seite auch einmal und dann siehst du schon, dass du hier die beiden Hälften schön prall mit Fruchtfleisch da hast. Bevor ich jetzt zum eigentlichen Trick komme, wie du das Fruchtfleisch da auch super rausbekommst, wollte ich dich fragen, ob du überhaupt weißt, was da alles drinsteckt in der Mango. Die ist voller Vitamine, voller Nährstoffe, super gut für deinen Körper, für das allgemeine Wohlbefinden, für deine Verdauung, für die Zellen deines Körpers und ein richtiges Plus für deinen Körper. Und mein Plus ist mein Glaube an Gott, der mir Energie und Kraft gibt und für mein Wohlbefinden sorgt. Also zur Mango. Die ritzt du hier so gitterförmig ein. Bis auf die Haut. Wichtig dabei, die Haut nicht durchschneiden. So, einmal quer und dann einmal längs. Und dann kannst du nämlich die Mango von außen, von der Schalenseite her, einfach so nach außen stülpen und siehst hier das Ergebnis wie so ein kleiner Igel. Bei einer superreifen Mango kannst du die jetzt einfach so rausziehen. Hier kannst du sie dann einfach mit dem Messer schön von der Schale runterschneiden und hast sie direkt praktisch gewürfelt. Das machst du mit beiden Seiten und das restliche Fruchtfleisch kannst du einfach vom Kern auch noch runterschneiden, soweit bis du auf den Kern stößt und das dann auch wieder würfeln. Hier am besten einfach von der Schale schon mal lösen und dann würfeln und auch zu dem Rest dazugeben. Ja, viel Erfolg bei dem Trick und viel Spaß mit der Mango.